Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute stelle ich euch mein aktuelles Turnierdeck vor. Mit dem Deck bin ich in letzter Zeit unterwegs und ich möchte euch jetzt das Deck einfach mal zeigen. Solange es die Bände zulässt, werde ich das auch weiterhin spielen. Und ja, ich zeige euch das einfach mal. Es geht um Mörmel. Ich zocke gerade Mörmel und es macht einfach nur Spaß, dieses Deck. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das einfach jetzt mal, wie ich es gerade spiele. Also, wir fangen an mit zweimal Mörmel Abyss Megalo. Muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Einfach eine klasse Karte. Dann ja, Abyss Lied. Muss ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Dann dreimal die Linde. Ist, glaube ich, ganz klassisch. Holt uns irgendein beliebiges Mörmel-Monster und ja, ist einfach Linde, ne? Ganz klar, dreimal den Toys, unglaublich tolle Karte, ein Abwerfen, im besten Fall auch noch hier eine Gunde und dann noch suchen, muss ich glaube ich nichts zu sagen. Ganz klassisch, natürlich dreimal die Abyss-Gunde, ja, ne? Dazu dreimal den Pike. Pike einfach super. Und den Abyss-Stör. Das wäre es von den Mörmels. Kommen wir zu den Atlantischen Kram. Zweimal Dragoons. Es glitzert alles so. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen. Zweimal Atlantian Dragoons. Ja, ne, ist auf 2. Er hat auf jeden Fall einen großen Push bekommen. Wäre natürlich ziemlich cool, wenn er auf 3 kommt, aber schauen wir mal. Ja, dann 2 Marksmen. Ich bin nur 2, es reicht irgendwie hin. Weil, weiß nicht, also ich brauche bisher nur 2. Ich kann sie recyceln und ja, wenn sie tot auf der Hand gammeln, ist halt blöd. Ich kann ihn halt auch normeln, angreifen, mir Dragoons holen und dann halt so eine Faxen machen. Aber ja, irgendwie reichen mir 2 bisher. Mal gucken mit dem Licht, dass alles gut sichtbar ist. Ja, und dann natürlich 2-mal die Infantry. Also reicht irgendwie hin. Ich kann sie, wie gesagt, recyceln und ja. Ja, ganz klar eine Depsidiva. So gute Karte. Weil ich kann ja Diva einfach beschwören. Also Summon Diva, hol mir den Marksman, greift mit Marksman an, hol mir einen von den Dragoons, greift mit Dragoons an und kann dann Mainfest 2 Trishula bauen und dann noch irgendwas wegmachen. Also ziemlich gut auf jeden Fall. Ja, dann halt eine Genix und Ine und einen Controller. Ich will halt Controller auf gar keinen Fall Starthand haben. Kommt zwar ab und zu mal vor. Bisschen blöd leider. Aber es geht schon. Und ich finde, das ist eine ganz gute Kombination. Auch wenn man sich die Genix und Dina einfach suchen kann. Durch den Pike zum Beispiel. Oder nur durch den Pike. Ja. Und dann spiele ich noch 2-mal Effekt versteuern. Einfach nur als Schutz. Und ist eine tolle Karte. Ja, kommen wir zu den Spells, ganz klar. 3-mal Instant Fusion, die Karte ist so gut. Noden bringt dem Deck so einen riesen Push, das ist so unglaublich. Durch Noden sind so viele Kombos möglich. Das ist unendlich krass. Also zum Beispiel kann ich Instant, also wenn ich jetzt Genix und Dina habe, also ich sammle Genix und Dina, lege mir dadurch einen, das ist zum Beispiel eine Combo, die ist ganz cool, lege mir einen Dragoons in den Friedhof, suche mir eine Diva auf die Hand zum Beispiel und kriege ja noch den Überwacher. So, jetzt kann ich Instant Fusion First Turn, zum Beispiel, also eine First Turn Combo wäre das zum Beispiel. Aber es geht auch wann anders, aber First Turn ist ja halt ziemlich gut. Instant Fusion aktivieren. Dann kommt halt hier so ein Noden aufs Feld. Durch
Die beiden mache ich dann halt eine Exit-Beschwörung, hole mir dann einen zum Beispiel Baumschlag. Also wenn ich weiß, dass ich gegen BA spiele, kann ich auch zum Beispiel Absurde nehmen natürlich. Auch für später nicht schlecht, aber First Turn halt, das ist ganz cool. Dann kann ich den Dragoons attachen. Der Dragoons triggert sich. Sprich, ich krieg nicht nur eine aus Trite aufs Feld, sondern ich darf durch den Dragoons auch nochmal suchen. Das heißt, ich kann mir noch zum Beispiel ein Megalo wieder auf die Hand holen oder einen weiteren Marksman oder eine Infantry. Ja, das heißt, ich habe First Turn Setup abgebaut und habe einen Dragoons zweimal genutzt und habe noch einen Dragoons. Das ist halt ziemlich stark, finde ich. So. Zack. Also, wie gesagt, die Instant Fusion sind, wo ist die dritte jetzt? Ne? Ja. Also, die Instant Fusion sind sehr, sehr gut in dem Pack und auch im Late Game oder so. Also, immer nur klar, man 1000 Lebenspunkte, das ist nichts. Snowden bringt einfach so viel Power. Das ist so krass und gerade bei Mermel ist First Turn Instant Fusion meistens nicht unbedingt Minus, weil man damit irgendwie weitermachen kann und weiter Kombos machen kann und so krass einfach. Also auf jeden Fall geil. Ja, dann ein Salvage. Ups, wo habe ich es hier? Also ein Salvage. Muss ich glaube ich nicht zu sagen. Holt mir sowas wie Diva wieder, holt mir sowas. Wie zum Beispiel ja, Marksman wieder oder Infantry könnte mir auch hier die Gunde wiederholen. Ich könnte Linde wiederholen. Wie gesagt, die Diva kann ich wiederholen. Die Marksmans kann ich wiederholen. Die Infantrys kann ich wiederholen. Also, ja, ich kann einfach wieder recyceln und dann weitermachen. Ich spiele eine Abisschuppe des, wie heißt die? Kraken, genau, Abisschuppe des Kraken. Die ist ganz cool, weil die sagt halt aus, Monster kriegt halt 400 AD Karte zu. Und dann, wenn ein Monster-Effekt vom Gegner halt aktiviert wird, dann wird er halt negiert. Und dann geht die Karte halt auf den Friedhof. Was ziemlich cool ist, weil wenn ich halt ein OTK drücken kann oder so, dann kann ich die halt auch aktivieren. Ich kann die auch mit Megalo suchen. Und dann habe ich halt zum Beispiel keine Angst vor Gorts, weil wenn Gorts sich aktiviert, zum Beispiel gegen Cosmo oder so, dann wird der Gorts halt zum Beispiel negiert. Auch Maxi wird negiert. Halt irgendein Monster-Effekt, der vom Gegner halt aktiviert wird, wird somit negiert. Das geht zwar nur einmal, aber meistens reicht das schon aus, weil vieles, also oder oft ist es ja so, dass du ein Monster spielst und dann aktiviert sich der Effekt und dann machst du weiter. Und wenn der erste Effekt halt negiert wird, dann kannst du manchmal nicht mehr weitermachen, was halt ziemlich cool ist. Ja, und sie gibt einfach nur 400 Punkte Push. Ist halt schon ziemlich cool. Ja, dann spiele ich noch ein random MSD, einfach um so eine Sachen gegen, also so Makrokosmos und so, ist der absolute Tod für mich. Ist klar, ich habe eigentlich so gut wie nichts, bis auf so Marksman und sowas, was das irgendwie aufhalten kann, aber Marksman wird ja auch gebanished durch Makrokosmos, wenn er liegt. Und damit habe ich eigentlich so gut wie nichts, um das irgendwie aufzuhalten. Und deswegen ein random MSD, wenn ich Glück habe, habe ich ihn, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ein MSD halt. Manchmal kommt der halt ziemlich gut. Dann halt noch ein Rageki, muss ich glaube ich nicht zu sagen. Das war schon mit den Spells relativ wenig. Zu den Traps. Dreimal die Fähre, muss ich glaube ich nicht zu sagen. Unglaublich gute, tolle Karte, möglichst sehr viele Kombos. Dann spiele ich ein Aquamarine Cycle. Der ist ganz cool, weil ich kann ein Wassermonster wählen auf dem Feld und zwei im Friedhof. Und das vom Feld geht wieder ins Deck zurück.
Und die Beine im Friedhof kriege ich auf die Hand. Was bedeutet, wenn ich irgendwas auf dem Feld habe, dann kann ich den unchainen. Das Monster geht wieder zurück ins Deck und ich kriege zwei Wassermonster zurück in die Hand. Das heißt, ich kann im späteren Spiel sowas wie Gunde und habe ich in Deus wieder vom Friedhof auf die Hand nehmen. Was bedeutet, dass ich instant nächste Runde weitermachen kann. Also ich kann die Gunde abwerfen, Toys specialen, durch Toys mir noch was suchen, durch Gunde vom Friedhof wieder was specialen, einen Siebener machen oder je nachdem, was ich für ein Feld habe, wieder weitermachen. Und das Monster, was ich auf dem Feld hatte, ist ja wieder im Deck. Das heißt, meistens kann ich das wenn es ein Level 4 war oder sowas, kann ich den mit Toys wieder suchen. Also unglaublich gut. Oder noch krasser ist es halt, wenn ich Trischula habe, Trischula bauen, Effekten nutzen, ja, Aquamarine Cycle aktivieren, dann Trischula wieder zurück ins Extra-Deck bouncen, zwei Monster, irgendwie sowas wie Diva oder sowas, wieder zurück auf die Hand nehmen und dann einfach noch einen Trischula bauen und nochmal banishen oder sowas. Also so eine lustige Sachen sind damit halt gut möglich und einfach krass die Karte. Also bisher kam sie echt gut. Und gerade mit Salvage kann ich einfach auch nochmal genau meine kleinen Viecher wieder zurück auf die Hand holen. Mit der kann ich halt alles wieder zurück auf die Hand holen. Also ist eine ganz gute Kombination, finde ich. Ja, zum Schluss dann noch halt ein Truncheon Tribute. Der ist ganz cool, der kommt manchmal echt super, super stark einfach. Auch weil ich nicht immer Monster auf dem Feld habe oder beziehungsweise ich nur eine Linde Setup und der Gegner baut auf und dann kommt der TT und meine Linde triggert ja noch. Das heißt, das gegnerische Feld ist leer und ich bekomme noch ein Monster, was ziemlich cool ist. Ja, und zum Schluss halt eine, wenn die Champion ist. Finde ich im Mörmel ganz gut, weil klar, ich habe auch viele Special Samen, gebe ich zu. Aber manchmal, wenn man einfach ein gutes Feld aufbaut, mit irgendwelchem starken Kram, also wenn da irgendwie Dracozac liegt und Trischula und so, und man hat dann einfach die Emptiness offen, dann ist einfach echt stark. Weil dann hast du gute Beatsticks oder beziehungsweise du kannst immer mit starke oder schnelle gute Beatsticks raushauen und mit der Emptiness hinten, ja, ist es halt schwer, dann über die guten Beatsticks rüberzukommen. Weil nicht jedes Deck irgendwie Instant Monster hat, was über 2-7 oder so kommt, zum Beispiel. Oder der Gaius hat ja sogar 2-8. Und der Gaius dürfte ja noch Monster-Effekte negieren. Okay, dann geht die Emptiness zwar auch, aber also, man muss auf jeden Fall dann unglaublich viel Minus gehen oder generell Minus gehen, um so ein krasses Feld wegzubekommen. Und das heißt, viele Ressourcen verschwenden und ich im Mörmeldeck habe halt nicht unendlich Ressourcen, also meine Ressourcen sind schon beschränkt, aber ich kann sie halt oft recyceln oder gerade mit Noden, wie gesagt, da kommt der Noden wieder ins Spiel, kann sie mir halt wiederholen und das ist halt echt gut. Und wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, die Anfangskombo nehme mit der Instant Fusion und dem einen Dragoon, dass ich einen Dragoon zweimal nutze. Somit habe ich ja noch einen Dragoon. Im Prinzip habe ich ja dann drei Dragoons und wenn man es ganz genau nimmt, ich spiele zwei Noden, könnte ich vier Dragoons haben. Das ist so krass einfach. Also auf jeden Fall kann ich damit krasse Kombos machen und krasse Felder aufbauen. Ja, so viel zum Main Deck. Kommen wir zum Extra Deck. Haben wir eine Abistri. Wir fangen mal ganz vorne an. Am Anfang natürlich zwei wunderschöne Tokens für den Dracozac. Bei den Siebenern. Dracozac, Big Eye und Abyss Gaius. Sehen kann man das erkennen. Es glitzert alles so doll. Alles Ultimate. Ja. Geht schon. Ja, dann haben wir noch einen Abyssbewohner, ein Castell, ein Nightmare, quasi ein Barmutschak, eine Abyssrite. Jetzt kommt der
Nightmare Jug habe ich drin, weil der manchmal echt ziemlich, ziemlich gut kommt. Ja, wie gesagt, zweimal Noden. Unglaublich gut einfach. Bei den Synchros dann halt Trishula, wie gesagt. Trishula, eine tolle Karte und die bringen sie eigentlich ziemlich oft raus. Also, auf jeden Fall gute Karte. Dann ja ein Amalus, ein Kugelwächter, ein Leo und zum Schluss ein Gungir. Also ich habe mich für den Gungir entschieden, weil kein Black Rose, weil ich den Gungir ein bisschen flexibler finde. Klar, der Black Rose sprengt alles, aber durch den Gungir kann ich den einfach hinlegen, dann nochmal Effekt triggern lassen von meinen Mermels oder tote Handkarten wegwerfen, um irgendwas zu zerstören. Und das finde ich einfach ganz gut. Und er ist Wasser, was bedeutet, dass der zum Beispiel, ich rufe ihn und will seinen Effekt aktivieren und dann kommt ein Wailer drauf oder TT oder BTH oder so. Dann kann ich ihn halt immer noch mit dem Aggramel Cycle wieder recyceln. Das heißt, ich spiele ihn, werfe irgendwie was ab, dann kommt die Wailer und dann kann ich halt Aggramel Cycle unchainen. Der geht wieder zurück, der Effekt kommt durch und wenn ich zum Beispiel noch sowas hier abgeworfen habe oder Gunde oder sowas, dann triggern sich die Effekte auch noch. Das heißt, ich kann dann direkt wieder weitermachen. Und deswegen habe ich mich für den Gungi entschieden. Ja, das war's. 15 Extra-Deck-Karten, 40 Main-Deck-Karten. Ich hoffe, euch hat mein kleines Deck-Profile von Mermels gefallen. Ich hoffe, euch hat, wie gesagt, das Deck-Profile gefallen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Und bei Fragen einfach mal in die Kommentare tippen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tim.